Herzlich willkommen zu den Highlights des Spiels unserer Kickers beim Heimspiel gegen die Eintracht aus Bamberg. Das Hinspiel hatten unsere Jungs in Bamberg 0:3 verloren. Alle drei der bisherigen Spiele in dieser Saison gegen die beiden Mannschaften aus Bamberg gingen bisher verloren. Und so stellte sich heute die Frage, ob unsere Jungs im letzten Spiel der Saison den Bamberg-Fluch besiegen konnten. Bei sommerlichen Temperaturen und ein wenig Wind pfiff Schiedsrichter Robert Acksteiner die Partie um 14 Uhr an. Rafa im Doppelpass mit Milan und Rafa setzt sich auf der linken Seite durch, passt vorbildlich in die Mitte, wo Noel zur Stelle ist und keine Schwierigkeiten hat, den Ball ins Tor zu schieben. Zu Beginn des zweiten Drittels versuchen die Bamberger den Ausgleich zu erzielen, aber Max ist zur Stelle und verhindert den Ausgleich. Und wieder verhindert Max mit einer klasse Parade den Ausgleich. Ein Fehler in der Bamberger Hintermannschaft und Alex nimmt die Einladung dankbar an und erhöht auf 2:0 für seine Kickers. Eine super Parade des Bamberger Keepers. Ein toller Pass von Ian auf Alex, der aber leider nicht genug Druck hinter den Ball bekommt. Klasse.
Alex startet im richtigen Augenblick, um den gut getimten Pass von Hannes zu erreichen und verwandelt dann in gewohnter Manier. Eine gar eindeutige Abseitsstellung kann ich bei der Ballabgabe nicht erkennen. Die Bamberger stemmen sich mit vereinten Kräften bei den Versuchen von Rafa und ihren gegen das vierte Tor. Die Nummer 1 im Tor der Bamberger war heute sicher einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Ecke von Kili. Und Ian schraubt sich im richtigen Moment hoch, köpft aber, da steht der Bamberger Keeper schon wieder im Weg. Aber auch die Bamberger kommen noch zu Chancen, wie hier durch die starke Nummer 10. Aber Alex verkürzt den Winkel so, dass nur noch ein Lüpfer über das Tor dabei herauskommt. Alex und Abbas halten gemeinsam die Null. Noel hat mal wieder das richtige Gespür für die Situation und erhöht kurz vor Schluss zum 4:0. Als allererstes herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft des FC Würzburger Kickers zur Rückrundenmeisterschaft. Das hat echt super viel Freude gemacht. Vielen, vielen Dank von meiner Seite. Ich freue mich schon auf die neue Saison und hoffe, möglichst viele von euch zum Saisonstart wiederzusehen. Das Spiel heute endet 4:0 für unsere Kickers. Der Bamberg-Fluch ist damit besiegt. Die Leistung von Hannes hat im letzten Drittel berechtigte Anerkennung durch Trainer Lukas Steigerwald gefunden, indem Hannes die Kapitänsbinde von Kili nach dessen Auswechslung übernahm. Auch Judy und Lovis haben auf der linken und rechten Seite eine klasse Leistung gezeigt, wobei die gesamte Mannschaft von der 1 bis zur 22 heute sehr engagiert unterwegs war. Bis zur Sommerpause geht es mit 3 Turnieren weiter. Und am Sonntag, dem 16. Juni 2024, spielen unsere Kickers mit um den Dove Cup. Und da wird dann auch wieder Louis Cousin als Trainer an der Außenlinie stehen. Um 10 Uhr haben unsere Jungs das erste Spiel gegen VfL Kirchheim Tech. Auch wenn ich mich in erster Linie als Berichterstatter der Kickers sehe, so hoffe ich sehr, dass die Nummer 8, der Bamberger, der sich kurz vor dem 4:0 im Zweikampf wohl durch einen Sturz verletzt hatte, wieder wohlauf ist. Das war's dann für heute mit sportlichen Grüßen aus Würzburg.